Ja, natürlich freue ich mich, dass ich zu Hause kämpfen kann. Vor allem für die Fans ist der Weg nicht so weit. Und für mich selbst auch. Und ja, ist ganz easy dann eben. Klar, natürlich. Mir ist wichtig, dass der Boxsport mehr unterstützt wird. Wir brauchen mehr Sponsoren, wir brauchen mehr TV, mehr Sender, die sowas übertragen. Und ich finde es sehr gut, dass es jetzt im Free TV kommt, dass eben mehr Leute eben dazu schalten können und mehr Zuschauer haben. Und die Karten für die Halle sind ja auch nicht allzu teuer. Also für den Boxsport ist es sehr gut. Na gut, als allererstes steht natürlich Gewinn. Und natürlich kann man dann sein E-Pinkchen draufsetzen, indem man natürlich dominant gewinnt, durch K.O. oder andererseits. Aber hauptsächlich erstmal gewinnen. Ja, wenn ich mit meiner Leistung zufrieden bin und mein Team auch, dann denke ich, dass wir auch einen Weltmeisterschaftstitelkampf antreten. Ja, natürlich, man verändert sich bei jedem Trainer immer etwas. Aber man gibt ja viel zu sagen. Die Strategie ist eben geheim. Wir haben unsere Strategie und wir sind sehr gut vorbereitet. Wir sind ein gutes Team und das kann man dann alles am Samstag sehen. Es steht unentschieden zwischen uns beiden und ich denke, irgendwann könnten wir mal einen dritten Kampf nochmal krachen lassen. Also eine Fernsehplattform ist immer sehr wichtig, weil Fernseher ist das Höchste, was es eigentlich gibt sozusagen. Oder ein Stream eben, aber Fernseher ist schon wichtig. Natürlich ist es jetzt Free TV, da sind halt weniger Gelder mit dem Spiel, das ist natürlich auch schlecht für den Sport wiederum. Aber man muss einfach mal begreifen, dass die Leistung von Sportlern auch bezahlt werden muss, weil jeder will immer alles umsonst sehen und so weiter, das geht halt nicht. Weil wir arbeiten, wir lassen uns auf den Kopf hauen, da geht es um unser Leben, unsere Zeit, unser Job und so weiter. Und es ist eben wichtig, dass wir unterstützt werden. Wir brauchen Sponsoren. Ohne Sponsoren geht gar nichts, weil ein normales Arbeitergehalt reicht eben gar nicht mehr aus zum Leben. Und ich hoffe einfach, dass die Menschen ein bisschen einsichtiger werden und da ein bisschen nachgiebiger und dass eben der Sport unterstützt wird.